Leute, willkommen zurück zu iWork Gamerstar. Ihr seht, Leute, das ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt mein Hoodie, also ich habe mir einen anderen Hoodie angezogen. Also Leute, ihr habt es sicherlich mitbekommen. Wir haben in der letzten Folge einen Gamerstar gefangen. Also wir haben verhört, Leute. Wir haben auch seinen echten Namen rausgefunden. Wir haben unter anderem rausgefunden, wie alt er ist. Also, Leute, es ist für uns, die Folge anzuschauen. Das ist, ihr müsst halt ein bisschen vorstellen, das ist halt alles erst später. Das ist alles erst so ab 5 oder 6 Minuten, keine Ahnung wann. Aber Leute, darum soll es auch nicht gehen. Ich habe ja gesagt, ich habe einen Plan, was ich mit Game Master machen werde. Und so. Also Leute, Game Master ist gerade nicht hier. Ich habe Game Master jetzt Dings. Also Game Master ist jetzt im Hinterzimmer. Der ist jetzt im Nebenzimmer. Ich habe ihn kurz dorthin verlagert, dass ich mit euch kurz den Plan besprechen kann. Ich will das ja teilen, also was ich mit Game Master vorhab. Und zwar Leute, ich habe vor, dass ich diesen Typen gleich in den Keller einsperren werde. Also ich werde ihn gleich erstmal für eine Zeit in den Keller einsperren, aber nicht nur das, weil der sehr Sinn ist. Ich werde, nachdem ich ihn eingesperrt habe, in den Keller, weil er dann halt nicht flüchten kann, weil er halt generell, glaube ich, nicht flüchten können, sobald er im Keller eingesperrt ist. Sobald er im Keller dann eingesperrt ist, ne, rufe ich die Polizei. Weil ich meine, es, wie gesagt, er hat, glaube ich, genug Straftaten begangen, wofür er ins Gefängnis gehen könnte. Also ich soll sagen, ich rufe die Polizei, ich zeige ihnen die Beweise, die wissen, die können ein Game Master fesseln. Also, oder nachdem ich alle Beweise denen gezeigt habe, nehmen die wahrscheinlich Game Master fest oder keine Ahnung, das zeigt mir vielleicht noch, oder ich rufe vielleicht jetzt schon bei der Polizei und zeige denen die Beweise. Ja, und irgendwie so, und dann nehmen die Game Master fest, also dann bringen die den ins Gefängnis. Alter, da kommt der wahrscheinlich wieder bestimmt so für ein paar Jahre mindestens weggesperrt. Weil das, dieser Terror, was der macht, das ist bestimmt, das, da kommen bestimmt ein paar Jahre zusammen auch, weil der das schon öfter gemacht hat und vielleicht hat er noch ein paar andere Sachen gemacht. Also wenn, ich meine, für mich wäre es sehr gut, ich meine, wenn er noch fast drauf hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Gefängnis kommt, umso höher, und dann kommt er wahrscheinlich auch noch mal länger ins Gefängnis. Also Leute, für mich wäre es gut, für ihn ja nicht so, ist ja klar. Aber Leute, ich meine, ich finde es gut, dann bin ich ihn endlich los. Also ich wirklich, er hat Gucci für den generell. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Typen und seine Spiele. Ich meine, wirklich, ich meine, guck mal, nach über 33, also das hier ist, glaube ich, das 35. Video, was ich über Game Master mache. Eigentlich voll nice, weil 35 ist eigentlich eine runde Zahl. Auf Fernsehen ist noch eine, also 35 ist ja eigentlich eine runde Zahl, aber trotzdem. Nach 35 Videos, so sage ich, reiß einfach mal. Ich hoffe, ich kann in den nächsten Folgen, in den nächsten 5 Folgen oder so, kann ich ihn hoffentlich endlich loswerden, weil ich will eigentlich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Typen. Ich will diesen Typen loswerden. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will den schnellstmöglich loswerden, weil auch das, was der Gucci angetan hat, das geht zu weit. Das ging einfach zu weit. Das kann ich, das ist nicht mehr vertretbar heute, sage ich ehrlich. Das ist gar nicht, das ist unter aller Sau, das ist unterste Kanone, Leute, sage ich, wie es ist. Naja, Leute, aber ich würde jetzt vielleicht erstmal das der Polizei melden und so, und dann sehen wir uns ja gleich oder so. Ich werde dann gleich sagen, wie es ist oder halt, was dabei rumgekommen ist, Leute, ja, und was auch immer, Leute, ich, bis gleich oder so. Ja, genau, ich will gerne eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten, wenn das geht. Ah ja, interessant, der Typ will eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Ja, das ist wieder Unbekannt, ne? Das hat die letzte Woche nicht gemacht. Ich suche jetzt so ein Ding, das ist doch irgendwas mit Heil zumindest. Ich habe es gefunden.
2, 3 und auf geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist hier los? Was, wo bin ich? Ja, und was ist hier passiert? Warum liege ich auf dem Boden? Warum? Oh, mein Kopf dröhnt. Alter, mein Kopf dröhnt anders. Mein Kopf. Oh, wirklich, das fühlt sich gerade. Also mein Kopf, mein Schädel, alles. Ich fühle es gerade wirklich so an, als wären 210 Millionen Elefanten drüber gerast. Sag ich euch ehrlich. Oh, ich mach noch auf den. Wieso bin ich so geschwächt? Ich verstehe es nicht. Was ist hier los? Mann, ich. Keine Ahnung, was ist. Hab ich jetzt, wie lange habe ich das so gelegen? Ich weiß auf jeden Fall, ich war zwischendurch wach. Also, ich hab mal zwischendurch hier auf die Kamera gesehen. Ich war wohl scheinbar nicht ganz kaputt. Ich war wohl irgendwie nur so leicht kaputt. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Boah. Aber, oh, Brust tut mir wahrscheinlich schon lange liegen. Oh. Scheiße, Mann, das ist als Boden. Boah, ich muss mich hinlegen. Das ist ja schon hinlegen. Das ist irgendwo, jetzt das Bett, da kann ich mich drauflegen und alles und so weiter. Boah, ich kann das nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause, aber ganz dringend. Was ist hier passiert, Leute? Was ist hier passiert? Und vor allem stellt sich die Frage, wie ist das passiert? Oh, aber mir tut alles so extrem weh. Ich konnte nicht mehr, mir tut gerade nicht. Tut jetzt nicht in den Kopf und hier die Brust ist rein, tut einfach alles weh, Leute. Oh mein Gott. Warum? Wie ist das? Was ist geschehen? Leute, was ist geschehen? Ich kann mich halt so wirklich nur an winzige Teile, dass ich zwischendurch mal so wach war und irgendwie. Und das alles so ganz komisch, meine Wahrnehmung war so ganz komisch, dass ich zwischendurch wach auf die Kamera gesehen und so. Keine Ahnung, ich bin nur so. Das, hat vielleicht gedauert, bis ich ganz K.O. gegangen bin, was weiß ich. Aber Leute, sonst kann ich mich wirklich an gar nichts erinnern. Ich wirklich gar nichts. Ich weiß gar nichts, was hier passiert ist, Leute. Ich warte, was hier. Oder warte hier auf dem Tablet. Und nee, es ist eigentlich kein Video auch damit drauf. Ich glaube, ich habe nichts aufgenommen. Weil wenn, dann hätte ich sowas hier aufgenommen. Ich meine, sonst, wenn mich jemand irgendwie niedergeschlagen hat, was ja offenbar passiert ist, hätte ich das irgendwie gefilmt oder so. Aber Leute, das war scheinbar nicht so. Scheinbar. Sind ja keine Aufnahmen drauf auf dem Tablet. Ja, okay, Leute, das ist doof. Oder vielleicht hier auf diesem Handy. Stimmt, vielleicht habe ich auf diesem Handy irgendwie Aufnahmen gemacht. Oder mit dem, was das Aufnahmen gemacht hatte. Gott, ich habe gerade so ein ganz dummes Bauch. Oder was heißt dummes? Ich meine, ich habe gerade so ein ganz schlimmes Bauchgefühl, Leute. Ich glaube, ihr denkt alles selber an, was ich denke. Oder ich glaube, Game Master hat mich ausgenockt. Scheiße, Mann. Ich glaube, Game Master ist ausgebrochen. Der ist irgendwie. Der ist entkommen.
Der ist von dem Nebenzimmer, wo ich ihn gefesselt habe, entkommen, hat sich von den Fesseln gelöst, ist dann hierher gekommen, um mich auszulocken. Wahrscheinlich als Rache, dass ich ihn hier gefangen halte. Na Gott, scheiß Leute, ich weiß, mein Kopf tut, also mein Kopf tut immer noch ein bisschen weh, auch wenn man es hier gerade nicht anmerkt, aber ich muss Game Master suchen. Das ist jetzt viel wichtiger. Das hat Priorität, dass ich den finde, nicht, dass ich mir wieder ausgeht, weil das alles umsonst, die ganze Arbeit, die ich im Wald gelassen habe, auch wenn ich sogar so hart übernachtet habe für eine Nacht. Das war dann alles umsonst gewesen, Leute. Na Gott, Leute, so vielleicht im Nebenzimmer irgendwo, da verstehe ich ein paar irgendwo. Na Gott, Leute, doch, ich glaube, ich sehe da, ich glaube, da ist hinter der Dusche. Der Leute, ich sehe, ich muss mich, mein Gott, Leute, ich muss das ganz leise anschleichen. Thank you.